Und jetzt hier am Messlerteich auch das erste Hindernis fehlerfrei überwunden. Sie geht den direkten Weg durch den Teich. Und Andreas Ostholz kommt jetzt zum Ende ins Water Complex. Wieder frei über das erste Haus. Jetzt geht's in den Teich. Galoppiert durch mit dem direkten Weg und hat alle. Aus dem Besitz der Reiterin in diesem Jahr schon in Everswinkel in der Zwei-Sterne-Kurzprüfung unterwegs und Rhapsody Blue mit Annemiek Wicken über 1 und 2 klärt 1 und 2. Summersby, Birke Karg fehlerfrei und tadellos bis 23. Und Andreas Ostholz jetzt im. Und da muss er ihn nochmal aufnehmen. Ist jetzt in der Lotto-Kombination. Ja, und auch hier fehlerfrei überwunden. Andreas Ostholz und so ist es. Ingrid Klimke, gerade gestartet. Bauhaus mit dem Jockey Spence bei 24 AB. Kehrt 24 B. So, just one is equal to 19 so far. BC Water Complex. 4 clear. 5A. 3. Good. Alles gut, wir den direkten Weg und bleibt wieder frei. Ist das nur? Wendy Schäfer beim HSBC Wasserkomplex muss regulieren, aber alles gut gegangen. Wendy Schäfer klärt the HSBC Water Complex. Und Colleen Rutledge an der HSBC Combination. Kai Röder an der Lotto-Kombination. Auch die hat er gut hinter sich gebracht. Zwei Hindernisse hat er noch. Und auch Ingrid Klimke mit FRH Butzer Praxis nähern sich langsam dem Ziel, sind immer noch fehlerfrei, auch über den Holzstoß und kommen jetzt zur Lotto-Kombination. Und gestartet ist Penalties. The 31st after the dressage. Einen Neubtater gibt's. Und das ist Tom van den Broek aus Belgien, 28 Jahre alt. Er sitzt auf Word for Word, 13 Jahre alt, belgischer Wallach von Joyrider im Besitz von Vicky Süß. Und er ist gerade gestartet. Runden bislang alles grün. Ist jetzt bei der Manske-Kombination 10A und 10B und kommt jetzt zum E- und Arakon-Komplex. Anna Sima aus dem Jeephaus, alles grün. Immer noch bei Anna Sima, bis auf, wie gesagt, diese eine Verweigerung. So clear at 20. Das gleiche Schicksal wie Anna Simas. Sima ereilte nun auch Johann Lundin an 11b ein Ungehorsam. Eine Neustarterin haben wir aus Badendorf. Dann das Hinterkopf.
Simone Leitermann, Rücken Nummer 78. Die Silbermedaille in der Einzelwertung von 1999 hier in Dubühl. Der zweite Platz für Eck McHale des Wieland. 6 Minuten 44, also eine super Zeit. 5,6 Punkte gibt es lediglich für diese Zeitüberschreitung. Das Endergebnis nun nach dem Tourgelände 52,2 Sekunden. Back Number 77, First Lady Niklas Johnson, Strong Freedom, 6 Minutes 44. 5.6 points for exceeding the time allowed. The total now 52.2. Ja, mit der Leistung der Dirk gerade natürlich auf mein Mikrofon nicht fehlt. Druck Wasser für das Pferd, Druck Wasser für sich selber. Aber jetzt leg mal los, ich sage bei der Startmannschaft. Nikolas Wettstein, er ist jetzt in Laich an der HSBC FEI Classics Combination. Da kommt er jetzt über den breiten Tisch. Und da hat er zwei Läufer nach B. Ziel, wir haben einen Neustart. Und das ist auch my last one, Sarah Volleyball from Great Britain. Sie sitzt auf einem 11-jährigen Ball von My Way. Im Besitz des Cube Jumping Syndicate Red Volleyball. Jordi Stans, der beste Mann. And back number 5, my last one, Sarah Volleyball from Great Britain.
next competitor. And he is clear. That's number one and two. Ja, wollen wir uns die nicht machen? Ja,